Was denke ich über den Begriff Menschen mit Nazi-Hintergrund? Als ich den zum allerersten Mal hörte, dachte ich, naja, das sind doch alle Deutschen. Wir müssen differenzieren, was wir mit Nazi-Hintergrund meinen. Meinen wir, dass Menschen einfach mit dem Hintergrund der Nazis geboren wurden und gelebt haben in dieser Zeit, oder bedeutet das, dass es Menschen sind, die selbst Nazis in der Familie hatten oder haben, die Nachkommen sind von Menschen, die Täter waren, oder Mitläufer waren? Ich denke, das ist nicht ganz eindeutig, aber die Frage ist natürlich auch, wie assoziieren wir das? Als ich mit 8 Jahren mit meinen Eltern aus Israel nach Deutschland kam, waren für uns alle Menschen, die älter waren, älter als 30 oder 40, waren Menschen, mit denen meine Eltern nichts zu tun haben wollten. Warum das so war, habe ich natürlich nicht begriffen. Mein Vater, der selber Deutscher war und im Alter von 18 nach Palästina geflohen ist, also ein Holocaust-Überlebender war oder ein Holocaust-Flüchtling war und der aus einer sehr wohlhabenden Familie kam, ging nach Deutschland zurück, ganz bewusst sozusagen ins Land der Täter. Das ist der Begriff, der mir in meiner Generation sehr viel geläufiger war als Menschen mit Nazi-Hintergrund. Wir sind ins Land der Täter gekommen, durchaus mit dem Bewusstsein, hier leben Menschen, die diesen Nazi-Hintergrund haben. Meine Eltern haben immer gesagt, wir dürfen niemals vergessen, wir müssen lernen zu verzeihen, sonst können wir hier nicht leben. Und deswegen wurde ich auch so erzogen, dass ich absolut assimiliert war und dass ich möglichst als Gleiche untergleichen groß werden sollte. Das ist weitestgehend gelungen. Ich habe allerdings so, als ich 40 wurde, die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Freunde, viele Menschen in meinem Umfeld plötzlich anfingen, Wohnungen zu kaufen oder Häuser zu erben und Erbschaften angetreten sind und damit eine gewisse finanzielle Sicherheit hatten, die ich nicht hatte, und zwar aufgrund dessen, dass ich eben einen Holocaust-Hintergrund habe. Mein Großvater, der Vater meines Vaters, der eben sehr vermögend war, hatte ein großes, gut laufendes Geschäft. Und da er enteignet wurde und später auch ermordet wurde, ist natürlich von diesem finanziellen Besitz nichts übrig geblieben. Und ich glaube, in der Diskussion, in der es ging, bei dem Gespräch von Mostari und Sintujan, ging es ja vor allen Dingen um die Kontinuitäten von Kapital aus der NS-Zeit. Und vor diesem Hintergrund finde ich es eben sehr, sehr spannend, sich eben anzuschauen, was tun Menschen, die einen Nazi-Hintergrund haben, im Sinne, dass sie heute noch profitieren von dem, was Nazis ihnen hinterlassen haben. Das Wichtigste für mich ist die Transparenz. Niemand, der heute geboren ist, ist schuldig an dem, was seine Vorfahren gemacht haben. Genauso wenig wie ich ein Opfer bin des Holocaust. Aber was wir gemeinsam haben, ist, dass wir alle unseren Rucksack tragen. Wir alle haben die Erinnerungen und die Erfahrungen in uns, die tragen wir in uns. Wir nennen das heute transgenerationales Gedächtnis. Wir wissen, dass es das gibt. Und wir können uns davon nicht frei machen, indem wir sozusagen gedenken, indem wir uns freisprechen davon. Die Frage ist, inwiefern arbeiten wir damit? Was machen wir damit? Inwiefern beeinflusst es uns? Und ich bin der Überzeugung, wenn wir wirklich als freie Menschen handeln und miteinander frei und ehrlich sein wollen, dann müssen wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und müssen sie vor allen Dingen offenlegen. Für mich ist es wichtig, diese Transparenz zu haben, sowohl was meine eigene Geschichte angeht, als auch eben die Geschichte von meinen Mitmenschen hier in Deutschland. Wenn jemand heute finanziell sehr gut dasteht und das offenlegt und transparent macht, woher dieses Geld kommt und heute mit diesem Geld tolle Sachen macht, dann
finde ich, ist das durchaus akzeptabel. Wir können nicht erwarten, dass Menschen, die ein Erbe mitnehmen, sei es eben ein schwieriges Erbe oder ein finanziell starkes, großes Erbe, wir können nicht erwarten, dass die dieses Erbe einfach ausschlagen. Ja, insofern finde ich, für eine friedlichere Welt, für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt, sollen wir auf gar keinen Fall verleugnen, welchen Hintergrund wir haben. Ich glaube sogar, dass es heilsam ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man einen schwierigen, einen schmerzlichen Hintergrund hat. Und ich bin der Überzeugung, dass das, diese Offenlegung, diese Transparenz, in Wirklichkeit der Weg zu einem friedlichen und gerechten Miteinander ist.